Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch wie immer ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja logisch. So, meine Freunde, jetzt sind wir wieder zurück. Ihr habt euch ja die Geschichte mit der Industrie hier, es fehlt Bitumen. What? Wieso fehlt Bitumen? Ihr habt euch ja die Geschichte mit der Industrie hier gewünscht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warum fehlt jetzt die Bitumen? Ah, keine Stromversorgung. Hä? Warte mal, du machst doch Stromversorgung. Wieso hat er keine Stromversorgung? Will er mich verarschen oder was? Tatsächlich, die haben keine Stromversorgung. Hä? Okay, das ist jetzt sehr strange. Aber okay. Der hat auch keinen Anschluss dafür. Normalerweise müsste der doch mit Strom versorgen. Das ist ja jetzt richtig echt strange, dass der keinen Strom hat. Das ist jetzt... Hat auch keinen Anschluss. Gebäude ist ohne Strom, aber warum? Es fehlt Bitumen. Okay, ja, er macht jetzt kein Bitumen. Warte mal kurz. Wir kaufen mal ganz kurz ein. Jetzt hat er auch wieder, aber er sendet keine Ressourcen. Weil voll. Okay. Das ist jetzt strange. Wir kaufen Bitumen ein, obwohl wir Bitumen haben. Hier ist kein Strom. Tatsächlich, hier ist echt kein Strom. Das gibt's ja nicht. Hier hakt es definitiv gerade. Okay, mal überlegen, was wir hier machen. Was Stranges. Ich überlege gerade mal. Das Problem ist, setzt sich jetzt hier ein Verteiler ran. Haben wir alle anderen Gebäude auch mit dran. Will ich nur ungern machen. Wirklich nur sehr ungern. Weil da werden jetzt dann gleich noch Gebäude dazukommen. Nee. Machen wir es mal anders. Wo bist du denn? Setze ich nämlich zusätzlich nochmal hier den hier. Ich sehe das hier, ganz ehrlich, diesen Free Power Plant. Sehe ich persönlich als eindeutig besseren Verteiler. Weil, ich sag's ja immer wieder, der Entwickler. Ja, ich weiß nicht. Ne, das kannst du nicht so richtig steuern. Das ist schade. Das ist so schade, dass da nicht was gemacht wird. Ne, also, man muss sich irgendwie zu behelfen wissen. Und deswegen mache ich das jetzt so. Sind natürlich noch keine Arbeitskräfte da, ist klar. Aber egal. Gut, es wird wieder Nacht. Das ist schlecht für uns. Aber wir werden jetzt gleich mal neue Gebäude bauen. Denn wir brauchen ja wieder neue Sachen. Am besten mit ordentlich Schmackes. Vielleicht hier solche. Da mal 200. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Wir werden ein paar brauchen. Vor allem, ich würde ja ganz gerne hier das Ganze die Leute hintransportieren per na, sag schon. Schiene. Nämlich mit der Tram. Mit der Tram würde ich das gerne machen. Und deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall... Geht ihr hier hin? Ja. Das Ganze mal mit als Tram verbinden. Ich hab, nee, das ist doof hier. Mal, das ist nicht gut. Und mal, okay, ja, das muss, das ist auch so doof gemacht, ey, dass du es wieder abreißen musst. Nein. Hallo, nein. So. Na, wir werden jetzt hier eine Tramlinie etablieren. Die das Ganze dann mit versorgt. Wir werden hier durchfahren. Na, damit wir hier vernünftig... Ich wollte schon die ganze Zeit eine Tram bauen. Weil ich möchte nicht, dass die Tram hier drauf fährt eigentlich. Deswegen müssen wir die mal irgendwie anders bauen. Wir werden... Ja, ich werde die hier langfahren lassen. Mal ganz kurz. Können wir das... Vernünftig kann er nicht gerade machen. Das ist schlecht. Ich werde die hier
separat wollte ich die fahren lassen. Hallo. So, dann bauen wir die separat nämlich dran. Ja, es muss ja immer einen Kreis ergeben. Okay, komm. Hat das angeschlossen? Ja, hat er. Sehr gut. Okay, wie gesagt, es muss ja immer einen Kreis ergeben. Das wäre jetzt hier ein Kreis. Brauchen wir natürlich noch Tramstationen, Depots? Nein, Depots brauchen wir noch nicht. Das Depot, Straßenbahndepot machen wir vielleicht hier oder wir machen es wirklich hier. Ich würde die Straße auf jeden Fall gerne frei halten. Warte, wo bist du denn? Wo bist du denn für Bürger? Busplattform, Busenthaltestelle, Trolleybus, Straßenbahn, Endstation. Als Wendeschleife. Straßenbahn, Endstation als sowas. Ist auch gut. Könnten wir die hier fahren lassen? Komm, wir machen das mal. Schauen uns das mal an. Na. Das ist, ja, tatsächlich, das ist gut. Straßenbahn, Endstation. Da können die sich dann verteilen. Hier werden wir jetzt noch nur Dings bauen. Eine Haltestelle. Warte mal, ich brauche mal eine Haltestelle für Bürger. Busplattform. Wo war denn das? Das war, glaube ich, bei Schiene, ne? Das ist ein bisschen komisch. Oder war das hier? Das ist immer so... Wo war denn das jetzt hier? Depots. Depot. Schön und gut. Depots sind gut. Und wir haben noch Straßenbahn, Endstation, Tramdepot. Nice. Wir haben ja diverse. Achtfach. Der hat zehnfach. Trolleybus, Endstation, Tramdepot. An 6 und 8. Komm, probieren wir es doch mal aus. Why not? Dann nehmen wir das hier als Depot noch mit ran. Na, dann können wir gleich vom Depot aus starten. So, zack. Aber ich habe immer noch keine Haltestellen. wo bist du denn, meine Haltestellen? Wo sind denn meine Tram-Haltestellen? Autohändler für Fracht, Betankung. Ah, apropos Fracht und Betankung. Straßenbahn, Trafo. Muss auch noch mit ran. Nehmen wir den mal raus. Setzen den separat ein. Dann bauen wir hier den Trafo dran. So, und dann hängt der nämlich mit hier dran. Mal ganz kurz. Ja, dann hängt er damit dran. Dann wird der schon mal mit Strom versorgt, sage ich mal. Ist halt dunkel, ist doof jetzt halt, ne? Aber ich habe immer noch keine... Warte mal, wo sind denn die Plattformen? Es ist doch... Das ist irgendwie noch so ein bisschen... Depots. Wartung. Dienstleistung. Nee, ich gucke gleich echt mal bei... wo bist du denn? Plattform Stationer. Nein. Railway ist schön, will ich nicht. Okay, der ist riesig. Ich will eigentlich nur Train Underground. Metro ist nett, da kommen wir später noch drauf. Das ist jetzt noch zu übertrieben. Das bringt es noch nicht. Zugplattform, Zugplattform. Mal. Tram? Was hat er denn da? Tram. One-Way Tramstop. Tramstop 1, Tramstop 2. Das sind aber nicht die Originaldinger, oder? Das sind irgendwie andere Dinger. Nee. Das ist nicht das, was ich suche. Railway, Bahnsteig klein. Eigentlich suche ich die Originalen von Vanilla-Dinger. Busstation, Zugplattform. Alles super gut. Eigentlich suche ich, wie gesagt, die Central Railway Station.
Da, Straßenbahnhaltestelle größer, da sind sie doch. One-Way-Tramstopp, Haltestelle größer, das ist es doch, was ich wollte. Ah, danke. Das ist genau das, was ich wollte. So, dann bauen wir das hier hin. Ja, dann bauen wir eine hier drauf. So, okay. Mod, bist du da? 400 Passagiere sollte reichen. Warte mal. Wieder flexibel sein, weil sonst klappt's nicht. So, dann haben wir da eine Station. Also hier hinten eine Station. Dann werden wir. Hier müssten wir eigentlich. Ja, hier müssten wir auch rauf, ne? Da müssen wir eigentlich auch eine bauen. Machen wir auch. Wie gesagt, da muss auch was hin. Sonst passt das ja nicht. Na. So, okay. Also, da haben wir auch. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich wieder zurückführen, dass wir damit draufkommen. Ja, sonst haben wir hier die Popokarte. Weg damit. Tramstopp. Aber das hier gefällt mir noch nicht so ganz. Ist mir ein bisschen zu schief. So, ist besser. So, das passt schon eher. So, sehr gut. Also, dann können wir da lang fahren zur Not. Die werden alles abklappern. Die laufen hier lang. Das passt. Das ist in Ordnung. Vielleicht legen wir auch noch eine Linie hier rein, die hier lang fährt und so. Das müssen wir aber, wie gesagt, mal sehen. Auf jeden Fall brauchen wir hier hinten noch mal was. Ja, dass wir hier auch noch mal was haben, damit die hier auch einsteigen können, sage ich mal. Oder am besten hier. Ja, da müssten wir aber tatsächlich. Was ich eigentlich nicht wollen würde. Hier auch noch mal einen Kreisel drehen, weil ich möchte diese Straße hier auf jeden Fall frei halten. Mod. Ja, dann nehmen wir die hier noch mal raus. So, Mod. Gedreht. Passt natürlich nicht 100% rein, das war klar. Aber macht nichts. So, machen wir es nämlich so. Dann haben wir auf jeden Fall eine anständige Verbindung. Da können sie raus, hier können sie raus. Vielleicht sollten wir hier vorne auch noch eine hinbauen. Obwohl, so viel will ich eigentlich gar nicht haben, oder? War ein bisschen langsamer. Wir haben hier eine, so eine Zentrale wäre vielleicht. Ja, komm. Nicht lange überlegen, einfach machen. Ne? Der Ed kennt keine Ruhe, was das angeht. So, dann bauen wir hier auch noch eine hin. Dann haben wir da, dann da. Da oben. Dann passt das. Fahren wir mit mehreren Linien oder so. Sollte klappen. Hier haben wir die Endstation, die eine. Und dann können wir hier hinten auch nochmal eine Endstation ranbasteln. Und mal können wir das klonen. Ja, ne, wir können das klonen. Dann nehme ich mir die mal mit. Ja, und baue die hier noch mit ran. Damit wir hier auch noch eine Endstation haben. Ja, damit die sich ein bisschen besser verteilen können, sage ich mal. Damit es keine Staus gibt. So, das haben wir auch. Sehr geil. Wie sieht es hier aus? Ohne Probleme. Okay. Läuft die Pumpenstation jetzt? Ist immer noch ohne Strom, weil wir hier keine Leute haben. Ja, das war mir schon fast klar. Okay, damit haben wir das jetzt. Jetzt brauchen wir wieder Leute, die wir hierher bekommen. Wollt ihr sowieso Wohnhäuser bauen? 460. Ja. Ist nett. Aber haut mich jetzt nicht um. Auch nett.
Ja, man hat schon geile Dinger, aber das sind alles so kleine Dinger. Ich gehe mal ans Max Weinhaus, 50er Jahre Haus, das ist ja alles schön und gut, sieht auch nett aus. High-wise. Naja, so ein bisschen. Könnte man ja. Bisschen höhere Gebäude. Jekyll Palace. Oh ja, das sind die. Achso, das sind die, die wir gerade gebaut haben. Midwest House. Das ist zu klein. Brooklyn House. Ist viel zu klein. Was haben wir hier? Corner House Mommsen. Wilhelm. Mehring. Charlotte. York. Alle schöne Dinger. Ohne Wald. Aber die passen. Prenzlau. Alles. Ja, passt. Christburg. Schönhausen. 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 Was sind die wieder? Ah, die könnten wir schon hier hinpacken. Wie viel haben die denn? 142. Ja, die könnten wir ja schon hinpacken. Und dann mit Reihenhaus dranballern. Der hat. Das wäre wieder so eine Kopie, weißt du? Dann möchte ich eigentlich auch nicht so unbedingt machen. Was ist das denn hier, Alter? What the f. Wow. Okay. Problem ist, die passen halt alle nicht zueinander, ne? Das ist das Problem. Wäre schön, wenn es so wäre. Weil es ist echt nice. Aber. Ja, so einen wilden Durchmix möchte ich eigentlich auch nicht haben. Wie gesagt, schöne Gebäude, gar keine Frage, auch wirklich toll gemacht. Aber, ja, leider. Leider, leider. Zu, ja. Überleg grad. Nicht miteinander kombinierbar in dem Sinne. 50, 50, 50, 3 Block, 1 Block. Wenn aber kleine Gebäude, würde aber gehen. Filler. Ein Filler-Gebäude, okay. Können wir die miteinander kombinieren? Geht das ran? Die können wir, glaube ich, miteinander anschließen. Mal ganz kurz gucken. Tatsächlich, die können wir miteinander ankoppeln. Nehmen wir das doch so mal hin. Na komm, bau auf. Jetzt bauen wir hier mal so ein bisschen. Na, so ein bisschen was dran hier. Bauen wir unsere eigenen Stadtviertel jetzt auf damit. So, dann gehen die Leute nämlich schön zur Arbeit. So, ne, bauen wir ein bisschen rückwärts. Vielleicht können wir das ja auch jetzt so hochziehen. Mal sagen, okay. Dann hätten wir natürlich den Verlust hiervon. Machen wir es mal so. So, und dann kommen wir von der Seite hier auch damit noch ran. Obwohl, der können wir auflassen. Aber wir können von der Seite noch was machen. Vielleicht hier auch sogar weitergehen. Dass der hier zwischenpasst. Können wir hier echt weitergehen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber andererseits. Ja, es ist mir zu. Corner. 45 Corner. Können wir auch hier sowas hinbauen. Was ganz anderes. Das wäre hier vielleicht hier nicht so verkehrt. Wenn wir hier sagen, okay, wir nehmen den hier. Drehen den. Und packen den damit ran. Dann hätten wir da den Ausgang. Will ich das so haben?
Ah, ich will das so haben. So, dann bauen wir, wie gesagt, ein bisschen verspielt mit Ecken und so weiter, kann man ja mal machen. Bauen wir uns das hier so halt hin, dann bauen wir hier noch ein bisschen. Hier können wir ja was Zentrales wieder hinbauen. Okay, das sieht irgendwie weird aus. Das ist nicht schön gelungen, das ist das Block 3. Okay, das ist der Block 3. Block 3 war das. Der sah jetzt nicht so gut aus. Da ist besser. Okay. Das ist besser, so schöner. Ja, die Allee möchte ich schon ganz gerne hier irgendwie erhalten. So. Dann ziehen wir hier mal durch. Noch keine Leute da, aber das ist nicht so schlimm. Ist ja durchaus auch mal so beabsichtigt. Dann gehen wir hier nämlich lang. Dann können sie da rüber. Und dann machen sie so. So, du kannst dahin, ne, dass die Feuerwehr auch rankommt. Das ist ja das Wichtigste. Feuerwehr muss ja rankommen. Dann machen wir so dran. Bam, bam. Ja, das wird nicht gehen hier, das ist klar. Aber macht nichts. Kriegen wir auch so noch vernetzt. Na. Machen wir so. Der kommt so ran. Der kommt so ran, dass die auch loslaufen können. Komm mal dich da. Okay, packen dich echt so hin. So. Können wir dich da. Okay, da hinbauen ist auch doof. Machen wir so. Sieht nicht so schön aus jetzt, aber es passt schon. Okay, den haben wir auch. Dann bauen wir hier jetzt wieder irgendwie. Das heißt irgendwie Verteilung. Wir brauchen ja auch Kindergarten, Kirche und so weiter, dass wir da schon mal was hinbasteln. Hier haben wir ja auch noch Platz dann. Das möchte ich hier als Industrie lassen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das hier schlau machen. Irgendwie einen Kindergarten dahin prickeln. Okay, warte mal. Oder wollen wir vielleicht den hier so hinpacken noch? Dann hätten wir den Kindergarten direkt vor Ort. Dasselbe machen wir hier. So, jeweils Kindergarten. Schule. Okay, machen wir Schule hier hin. Ne, relativ zentral gelegen. Dann können sie überall hin. So, und hier kommen wir nicht ran, raus. Okay, nicht so schlimm. So, dann kommen sie da ran. Jetzt brauchen wir noch was zum Einkaufen schnell. Ein Geschäft. Aber irgendwas, was da cool hinpasst. Nee. Brickstore Medium. Nee, ist auch nicht so der Burner. Woody's Bar. Können wir den hier ranklemmen? Wäre geil. Genau, bei der Bahn-Endstelle kommt Woody's Bar hin. 50er Diner. Okay, ist ja nett. Nett anzusehen. Dollar Tee. Kleidung. Sagt mir jetzt nicht so zu. Grocery Market. Das wäre natürlich schon wieder groß, ne? Das
Zentral gelegen. Na komm, was soll's. Scheißegal. Bauen wir den halt zentral ein, was soll's. So, okay, dann damit haben wir das auch schon mal. Also das Gröbste haben wir wieder. Sportplatz, müssen wir mal gucken. Was wir denen da spendieren können. Auf jeden Fall Tischtennisplatten, ist kein Problem. Erstmal als Übergangslösung. Ja, na, machen wir erstmal ordentlich was hin, dass wir wenigstens was haben. Ich lass mal laufen. Okay, die Leute sind auch da. Essen bekommen, okay, ja, okay, verstehe. Aber das ist ja hier. So, warte mal, da müssen wir einkaufen. Kleidung, Elektronik. Das. So, okay. Damit müssten sie auch das jetzt haben. Wo die Spa? Ja, wir haben schon mal 7 Millionen, ne? Also das, was wir da haben, das läuft. Das ist okay. So, hier müssen wir noch einstellen. 50%. Regierungsloyalität 50%. Okay, hier ist noch Platz. Helikopter. Sehr schön. So, wunderbar, wunderprächtig. So, ich mach mal volle Pulle, damit wir was sehen. Ja, damit wir hier am Start gehen können. Ja, es fehlt Kohle und Ressourcen, ist mir schon klar. Hier hinten, ja, hier sind auch schon ein paar Leute, das ist ja nett. So, hoffentlich wird es jetzt gleich mal Tag, damit wir nämlich noch die Trams eventuell losschicken können. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, die Trams loszuschicken. So, bisschen langsamer. Jetzt gucken wir mal. Tram-Depot. Geiles Design übrigens. Gefällt mir richtig gut. Kann man sogar ändern hier. Dachte ich eigentlich. Kann man nicht ändern, okay. Fahrzeuge. Haben wir was? Nein, im Westen nichts Neues. Okay. Kapazität. 65. Gelb-Blau. Erstmal 6 davon. Erstmal 6 Stück. So, pass auf. Erste Tram jetzt an den Start. Wie schicken wir dich denn mal? Okay, dann mal ganz kurz gucken, ob das so klappt. Dann wieder zur Endhaltestelle. Müsste doch eigentlich laufen. Lass ich da erstmal verteilen. So ist mein Gedanke dahinter. Mal gucken. Chemie Tram 1. So machen wir das. Sehen wir die? Nein, ne? Okay, dann sollte das jetzt klappen, hoffe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, volle Pulle, Leute. Fahrt raus. Lasst, zeigt euch. Sind aber leider nur so Einzelwagen. Leider nur Einzelwagen, aber sehen cool aus. Genau, fahren dahin. Warten. Und verteilen sich jetzt. Und dann läuft zumindest schon mal das. Ja, dann haben wir die hier schon mal eingebettet. Haben wir die hier eingebettet? Ich weiß gar nicht. Zeig mal kurz. Das ist die, okay. Okay, das passt. Okay, das ist in Ordnung. Das ist okay. Sehr schön. So, dann. Genau, fahren wir hier rum. Gucken, ob das klappt. Müsste er da wieder drehen. In der Theorie, ich mach mal schneller. Müsste er da drehen. Ja, oder so lang fahren ist auch okay.
Ja, sehr gut. Okay, die warten noch. In Ordnung, ja. Sehr gut, okay. Neue Trams. Für uns jetzt. Aber andere Lackierung natürlich. Ach, ich habe nur zwei, okay. 6, 7, 8, 9, 10 nehmen wir jetzt mal. Denn wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Power. Wir müssen nämlich das hier machen. Okay, einmal hier. Einmal hier. Dann hier. Dann hier. Okay, am etwas weiteren Weg. Okay, dann müssen wir noch so eine Zwischenlinie bauen. Das ist aber nicht schlimm. Das hier wird Chemie Tram 2. So, das, 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 das und das. So, okay, dann haben wir auch. Dann sollte die Versorgung hier zumindest laufen. In der Theorie. Merkt immer in der Theorie. Okay, ihr regelt euch hoffentlich alleine. Ihr regelt euch dann hier oben. So, und dann brauchen wir noch eine, die hier so fährt. Hier das mitnimmt, den mitnimmt dann und dann vielleicht wieder zurückfährt. Oh, da fahren sie los. Sehr geil. So, das machen wir jetzt noch fertig. Dann nehme ich jetzt aber eine andere. Ist ja ein bisschen langsam dann, ne? Die hält ein bisschen auf. ...65. Okay, dann nehmen wir die hier. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Einmal. Ja, jetzt haben wir hier schon... Ne, jetzt ist hier schon ein bisschen Stau. Zweimal. Dreimal, viermal. Nein, die fahren jetzt den ganzen Weg zurück. Und dann wieder zurück. Genau, so soll es sein. Das hier ist Chemie Tram 3. So, okay. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen den Takt reduzieren und eventuell nochmal nachsteuern, aber das kriegen wir hin. Okay. Ja, die müssen sich auch erstmal austakten jetzt, ne, ist klar. Aber das geht. Kommt die andere Bahn noch dazu? Zusätzlich. Fährt aber durch. Fahren beide. Ah, die bedienen dann hier hinten die ganzen Geschichten. Ah, hier hinten ist Stau etwas. Die takten sich jetzt aus. Ah, jetzt ist hier gerade der richtige Stau. Ja, fahr durch. Ist okay. So. Wie gesagt, Rubel ist okay, das ist stabil, das läuft alles. Hier wird auch gerade befahren. Die sollen auch ruhig alles mitnehmen, wenn sie kriegen können. 14 Schüler. Okay, da oben. Oh, jetzt hier aus. Okay, hier ist noch Stress. Ah, die werden sich schon austakten hier. Ich denke mal, das passt schon. Gib der Sache mal ein bisschen Zeit. Und dann klappt das. Beschleunige mal. Lass das mal durchlaufen. Ah,
Aber es geht der nächste durch. Okay, wenn die erstmal hier aus dem Stau raus sind, sollte das klappen. Aber liebe Freunde, wie das dann weiter funktioniert und wie wir unseren Chemiepark dann weiter ausbauen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen, hinterlasst ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed.